Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Jetzt habe ich natürlich mein Gerät da oben stehen lassen, das will ich aber noch holen gehen. Ne, das haben wir schon gescannt. Schön gemütlich hier runterfahren. So, hier geht es ja nämlich runter. So. Was zum Pathfinder? Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Da vorne haben wir die, okay. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normal. Er wurde nicht erschossen. Er wurde einfach totgeprügelt. Waren das die Cat? So etwas haben wir bisher noch nie gesehen. West Porter. Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Nicht, dass ich mich beschweren will. Für ein Massaker sind hier wirklich nicht genügend Leichen. Was, wenn sie weggebracht wurden? Wir wissen, dass sich die Nexus nicht die Mühe gemacht hat, sie abzuholen. Sie denken doch nicht, es könnten die Cat gewesen sein. Das ist keine schöne Vorstellung. Nee, das ist wirklich keine schöne Vorstellung. Dafür sind wir ja hier, um das herauszufinden. Er hat bis zuletzt gekämpft. So treten Turianer ab. Eine portable Deckung der Cat. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, sie wieder mitzunehmen. Traurig, aber wahr. Sie hatten noch nicht mal alles ausgepackt. Die Cat haben ihnen keine Gelegenheit dazu gelassen. So, jede Menge Forschungspunkte hier. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein. Gut. Hier noch was zum Scannen? Nee. Nexus auf Eos weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen doch das Sprichwort. Aller guten Dinge sind drei. Diesmal werden wir es hinkriegen. Genau, diesmal brauchen wir die vor die Gusche. Lexi, hier ist noch eine Tote. Verstanden. Ich warte auf Ihren Scan. Pathfinder, ich habe genügend sensorische Daten, um ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Vielleicht können wir die Cat ja zurückdrängen. Mit welcher Armee denn? Wissen Sie überhaupt, wie man eine Pistole entsichert? Ich versuche nur, unsere Optionen durchzugehen. Evakuieren oder sterben. Mehr Optionen haben wir nicht. Tja,
Wir wissen, wofür Sie sich entschieden haben. Hm. Vielleicht können wir die Kette ja zurückbringen. Mit welcher Armee denn? Glaubt man eine Pistole entsichert? Ich versuche nur unsere Optionen durch. Postausgang Hibosti, Transfergesuch abgelehnt, alles klar. Transfer ist momentan nicht möglich. Ich verstehe, dass Sie nach Ihrer Schwester suchen möchten, die sich auf der Torianischen Arche befand, aber da wir seit unserer Abreise aus der Milchstraße keinerlei Kontakt mit der Nathanus hatten, wären Ihre Mühen umsonst. Die Initiative braucht Sie hier auf Eos, um Methoden zur Erhaltung der Lebensfähigkeit zu erforschen. Ihre Arbeit ist für uns alle wichtig. Sie müssen Geduld haben und warten, bis wir Nachricht vom Verbleib der Nathanus erhalten. Edison. Evakuieren oder sterben. Mehr Optionen haben wir nicht. Tja, wir wissen, wofür Sie sich entschieden haben. Tja. Das stimmt, das stimmt. So, wie kommen jetzt hier von hinten, wo wir hinwollen? Ich hatte schon gehört, dass der Angriff auf Beständigkeit schlimm war, aber das hier... Oh, verdammt. Die Initiative ist keine militärische Organisation. Sie waren auf einen Überfall nicht vorbereitet. Gut, wir müssen da also rein. Überbrückung funktioniert, aber... Sam, wurde die Tür von außen verriegelt? Ja, Pathfinder. Offenbar wurde vor der Energiedrosselung eine manuelle Abriegelung durchgeführt. Wieso das denn? Das verhindert doch nicht, dass etwas reinkommt. Es verhindert, dass Sekundärterminals. Hier haben wir keinen Zugriff. Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Ja, die Stängemann, die wollte sagen, es verhindert, dass etwas von innen nach außen kommt. Pathfinder, zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Cat, ab! Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, wow, nicht so schnell! Negativ, Harper. Wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähern sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße! Vor allem welches Ding? Ich habe noch gar nichts gesehen. Tja, das waren ein bisschen zu viele mit einmal. Wo kommen die alle her? Damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet. Sekundärterminals. Wir haben hier keinen Zugriff. Sam? Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Pathfinder. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Cat, Achtung! Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür!
Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, wow, nicht so schnell! Negativ, Harper, wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähert sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße! Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig. Ja, die können nur zum Glück nur von hier vorne kommen. Schilde sind hochgefahren. Ich wehre ihren Beschuss ab. Da sind Cat. Die können ja nur von hier vorne hochkommen, zum Glück. Das ist also eine ideale Position, wo ich gerade bin. Hoffentlich reicht die Munition, aber wir haben ja gleich hier eine Munitionskiste stehen. Aber solange wie die von da drüben schießen, ist scheiße. Cat!
komm. Komm, der ist fast tot. Ja. Das Riesenvieh ist erledigt. Wir haben es geschafft. Vergessen Sie da nicht etwas? Die Cat zum Beispiel? Beeilung! Dieses Ding ist da draußen. Genau wie die Cat. Solange wir sie nicht ausgeschaltet haben, sitzen wir hier fest. Wieso hat die Waffe eigentlich keine Munition? Ich hab doch... Das war's? Wir haben's geschafft! Ja. Kein Wunder, dass Anlage 2 geschaltet ist. Das ist... egal, wie beständig sie sein sollte. Puh, das war ein ganz schöner Kampf. Das war ein ganz schöner Kampf, sag ich euch. Ganz schön heftig. Gut, nachgeladen haben wir auch. Jetzt haben wir hier. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut, aber es fehlen Teile. Das muss das Projekt sein, das Sie in Anlage 1 geborgen haben. Eine Methode, die Cat zu bekämpfen. Wir könnten es fertigstellen. Alle Komponenten in Anlage 2 hatten Sicherheitsmarkierungen. Ermittle mögliche NAV-Punkte. Ich habe eine Komponente für das Projekt von Anlage 2. Gut. Den Technikern in Anlage 2 war bewusst, wie aussichtslos ihre Lage war, als die Cat auf ihre Siedlungsbemühungen aufmerksam wurden. Sie versuchten deshalb eine Technologie zu erforschen, die ihnen im Kampf gegen die Cat helfen könnte. Also, das ist das eine. Gut, da müssen wir hin.
Gut, dann auf. Was zum Pathfinder? Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Den hätte ich doch gescannt. Oder gibt's hier noch eine? Nö. Was mich halt nur noch irritiert, ist, dass die immer noch ohne Helm rumlaufen, gell? Anschein nach haben sich hier Cap aufgehalten, Pathfinder. Dort vorne ist ein abgestürztes Shuttle. Es ist eines von unseren. Ich würde sie überall wiedererkennen. Das sollten wir uns mal ansehen. Wenn auch nur, um sicherzustellen, dass die Cat es nicht kriegen. Alle Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Gut, wieder zurück. Aber wir wollen ja hier das Rätsel lösen. Pathfinder, ich orte vor Ihnen ein Lager der Cat. Sind die Cat eigentlich schon wieder da? Das verstehe ich nicht. Wir haben die doch vorhin schon mal ausradiert. Radieren wir sie halt nochmal aus, gibt Punkte. Gute Arbeit. Temposchwelle! So, ja, sehr schön und ein Haufen Zeug. Ja, die waren vorhin schon mal hier gewesen, aber haben wir sie ja schon mal ausgelöscht. Sind nochmal nachgespawnt, denke ich mal. Aber das ist gut, so kriegen wir Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Haben wir doch schon fast wieder 4 Punkte. Dann können wir unsere Schockwelle verbessern.
Kinetische Warper freigeschaltet. Das Profil Expert ist jetzt auf Rang 2. Okay. Das ist das hier. Expert, gell? Das ist sehr gut. Muss ich da jetzt eigentlich noch was machen mit dem Profil oder funktioniert das jetzt schon? Ich hoffe, das funktioniert jetzt schon. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit vergeblich mit diesem Profil arbeite. So, jedenfalls müssen wir jetzt in das Forschungslabor von der hier hinten. Teil muss aber auch was aushalten, gell? Wir wussten, dass Versprechen sterben würde. Und alles, was wir tun konnten, war dabei zuzusehen. Das hier war eine harte Lektion für uns. Eine Lektion, die wir nie vergessen dürfen. Heilung ist ein langwieriger Prozess. Ah, ich bin ins Falsche gefahren. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Runter, also ist doch richtig gewesen unten hin. Denken Sie, wir werden. Was zum Pathfinder? Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Zur Forschungsstation. Mal sehen, was wir haben. So, das war's, oder? Strahlenbelastung nimmt zu. So, will der uns. Wollen die uns das jedes Mal erzählen, wenn man irgendwas vorbei fahren? Na gut, die Strahlen, dass das Strahlenniveau zunimmt, ist okay. Aber das mit der Leiche ist jetzt schon 5-mal erzählt, ja? Hier hinten keine hoch, glaube ich. Strahlungswerte registriert. Wo ist denn das? Was ist denn das? Chefingenieur Grace Lito. Neuer Eintrag, letzter Eintrag. Ich schließe Sammelpunkt Delta und erkläre die Evakuierung für abgeschlossen. Keiner der Verbliebenen antwortet. Ich habe ihnen geschworen. Pause.
Fortsetzung, genug davon. Ich konnte nicht einmal ein einziges Projekt fertigstellen, um sie zu retten. Dieser Felsbrocken hat uns besiegt und ich akzeptiere meinen Teil der Schuld daran. Ich werde im letzten Shuttle sitzen. Wahrscheinlich geht's dann wieder in den Kälteschlaf. Ich werde keine Belastung sein, wenn das das Ende ist. Aber falls es einen Weg gibt, zu beenden, was wir begonnen haben, komme ich zurück. Hier spricht Chefingenieurin Grace Leto. E97 Durango. Out. Ende des Logs. Aha, okay. Verzeichne Kryokennung der Initiative. E97 Durango. Chefingenieurin Grace Leto. Sie war die Letzte, die evakuiert wurde. Sie ist Risiken eingegangen, aber es hat nicht funktioniert. Genauso wenig wie alles andere. Sie wollte nicht gehen, aber es gab einfach nichts mehr, was sie noch hätte versuchen können. Tja, nun gut. Jetzt sind wir ja eigentlich hier soweit fertig, oder? Das müsste nun gewesen sein. Halt Logbuch, genau, Logbuch. So, EOS. Den Notfallsammelpunkt finden. Lebenserhaltung ist wieder online. Gut, dann gucken wir mal, dass wir da den Sammelpunkt finden, ne? Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Nicht so schlimm. Ja, der Notfallsammelpunkt ist bestimmt hier vorne, wo jetzt schon unsere Basis steht. Haben wir ein bisschen falsch rum angefangen, aber was soll's. Aber ob wir wirklich richtig liegen, erfahrt ihr in der nächsten Folge, denn die ist schon wieder vorbei. Alles klar, Leute. Ich danke euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass wir unsere nächsten Folge wiedersehen würden. Bis dahin. Lasst euch gut gehen, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.